Liebe Mörserinnen und Mörser, erneut wende ich mich mit dem Thema Corona an Sie. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich empfinde eine tiefe persönliche Zerrissenheit. Wir haben bis zum Ende November demnächst wieder scharfe Regeln, harte Regeln, die das gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland und natürlich auch hier in Mörs erheblich einschränken werden. Es sind auch zum Teil Regeln, und das darf ich in aller Offenheit sagen, die ich nicht in allen Punkten nachvollziehen kann. Und dennoch, wir haben begonnen, zu Zeiten der Krise die Infektionsketten zu unterbrechen und das als ein probates Mittel zur Unterbindung der Ausbreitung der Pandemie identifiziert. Und wir müssen sagen, im Gesamtvergleich weltweit haben wir damit Erfolg gehabt. Jetzt ergibt es sich aber, dass wir erneut hohe anwachsende Infektionszahlen haben. Und deshalb bleiben die Verantwortlichen, die die Entscheidung zu treffen haben, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Kanzlerin dabei, diesen Weg weiter zu beschreiten und haben eben für die nächsten Wochen nochmal diese harten Einschränkungen beschlossen. Ich appelliere an Sie, bei aller Zerrissenheit, die auch ich spüre, die Sie vielleicht auch in sich tragen, lassen Sie uns diese Regeln eisern einhalten für die nächsten 4 Wochen. Lassen Sie uns bei aller Zweifelhaftigkeit einzelner Entscheidungen das große Gesamte sehen und lassen Sie uns, auch wenn wir unsicher sind, ob einzelne Regeln tatsächlich das Ziel erreichen werden, vernunftgesteuert handeln. Und das heißt, lassen Sie uns soziale Kontakte so weit wie möglich unterbinden. Aber, und dieser Appell ist weniger an Sie, liebe Mörserinnen und Mörser, gerichtet, ich habe auch die Bitte an diejenigen, die die politischen Entscheidungen für die Zukunft treffen, dass wir nicht mehr darüber diskutieren zukünftig, ob wir weitere Einschränkungen hinnehmen müssen oder nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es der richtige Weg ist, hier einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Es kann nicht sein, dass wir allein die Infektionszahlen zum Maßstab unseres Handelns machen, sondern wir müssen auch sehen, dass das Gesundheitssystem aufrechterhalten bleibt. Das war übrigens der Grund, weshalb wir von Anbeginn an diese Sanktionen mitgetragen haben und sicherstellen wollen. Die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems, das ist das, worauf es jetzt ankommt. Das heißt, nicht jede Infizierte erkrankt auch. Aber diejenigen, die erkranken, müssen die bestmögliche Versorgung, so wie auch in der Vergangenheit, sichergestellt wissen. Und wenn wir darauf zukünftig unser Augenmerk richten und dafür sorgen, auch mit finanziellen Mitteln, dass das in jedem Falle sichergestellt sein wird, egal wie hoch noch die Infektionszahlen werden, dann glaube ich, ist das etwas, worauf wir achten sollten. Denn es gelingt nicht und wird nicht gelingen, dass wir die Infektionsausbreitung gänzlich unterbinden können. Die Geschwindigkeit ja, aber nicht die Ausbreitung an sich. Und deshalb hoffe ich, dass zukünftig nach dem November nicht mehr weitere Sanktionen den Gegenstand von Diskussionen und Regelwerk bilden, sondern der Umgang mit der Sicherstellung des Gesundheitssystems. Und wenn das sichergestellt ist, dann werden wir auch die nächsten 4 Wochen noch durchhalten. Und dann können wir auch sagen, ja, und danach geht es anders weiter. Danach werden wir eine andere Schwerpunktsetzung bei der Bewertung dieser Pandemie vornehmen, nämlich darauf gerichtet, dass den Erkrankten und auch den besonders risikobehafteten Mitmenschen besonderes Augenmerk geschenkt wird. Das gehört auch mit dazu, dass wir die besonderen Risikogruppen, die in Seniorenwohnheimen, in den Wohnheimen, die Betreute aufgenommen haben, besonders schützen. Das ist wichtig. Darauf müssen wir Augenmerk legen. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir werden es nicht verhindern können, dass wir hier auch in Deutschland weiterhin erkranken und infiziert werden. Dann, wenn wir ein Medikament gegen diese Erkrankung oder eben, worauf die Welt hofft, einen Impfstoff haben werden, dann wird sich ohnehin vieles ändern. Aber dieser Zeitpunkt ist noch so unwägbar, dass ich hoffe, dass sowohl der Appell an die zukünftigen Entscheidungsträger meinerseits ankommt, als auch der Appell unmittelbar an Sie. Lassen Sie uns gemeinsam diese harten Regeln, die an einigen Stellen zweifelhaft sein mögen, für die nächsten Wochen bis Ende November durchhalten
und tatsächlich auch einhalten. Diesen Appell richte ich ganz inständig an Sie und natürlich bleiben Sie gesund.